Hallo, willkommen zurück am Mittwoch. Bin in meiner Halle, sattel gerade um. Häng mir die Zunge ist noch schwer, häng mir mein Dreiachser drauf. Ich bin müde. Es ist furchtbar. Irgendwas stimmt nicht mit mir. Ich meine, das weiß ich ja, aber mit meiner Gähnerei ist doch furchtbar, oder? Ich liege im Bett, schlafe und gähne noch dabei. Katastrophe. Danach Landstuhl, 7,26 laden, die muss auf irgendeinen Bauernhof. Gibt wieder Spaß. Denke ich mal. Da hinaus sind die. Wie soll ich sagen? Alte Welt. Oh, zu weit zurück. So, danach komme ich wieder her, so wie es geplant ist bis jetzt. Sattel wieder um, fahr dann Weilerbach Hospital die 938 holen. Der soll, glaube ich, hierher, glaube ich. Leider noch sehr dunkel und für mich leider sehr regnerisch heute Morgen. Jetzt die nächsten zwei Tage bis Freitag quasi Dauerregnen. Läuft, oder? Hatte ich ja schon gesagt, die soll wieder auf irgendeinen Bauernhof, auf irgendeinen Acker. Wobei ich gar nicht weiß, ob man bei dem Wetter. Gut. Soll mir egal sein. Ich vermute, ich werde dann wieder irgendwo mitten auf der Straße. Feldweg wäre schön, wenn ich da abladen könnte. Aber wie gesagt, ich vermute, irgendwo mitten auf einer Straße stehe ich dann. Dann ist es so. Grün, ja, grün.
Ja, Katastrophe. Dass es ab und zu mal regnet, da habe ich ja gar nichts dagegen, aber dass es die ganze Zeit jetzt bis Freitag durchregnen soll, mit kurzen Pausen, ach, das mag ich, das ist also, das muss nicht sein. Und die kurzen Pausen sind dann wahrscheinlich, wenn ich im Fahrzeug sitze und von der einen zur nächsten Baustelle fahre. Wahrscheinlich Murphys Gesetz oder so, ne? Drin steht und nicht da drin. In der Baustelle. Kehrmaschine sehe ich mal. Alter Schwede. Kehrmaschine sehe ich mal. Hier steht die Raube. Gleich rückwärts reinfahren. Sich da vorne drehen. Na, ich glaube, das mache ich. Dreh schnell und dann weit rückwärts rein. Sorry, gleich noch mal. Echt Katastrophe. Ach, ich glaube, vorhin habe ich mal wieder das Mikro ausgehabt. Auf jeden Fall war das Schild noch zusammengeklappt. Habe ich jetzt erst noch, das war noch breit, ja, das habe ich jetzt erst noch zusammengeklappt. Es ging Gott sei Dank recht gut. Das Fahrwerk sieht auch sauber aus, also alles halb so wild.
Tankstelle vorbei bin, gebe ich mal ein bisschen Gas. Weg ein bisschen sauberer wird. Ich spiegel sich gar nichts. Super. Spiegel sehen wir gar nichts. Der Steiner Hof. Ich muss hier rechts einmal über den großen Berg. Allerdings Rockenhausen durch über den Berg. Also nicht Richtung unseren Erzählplatz, sondern einmal über den großen Berg. Hab ich alles an. Ja. Sieht so aus. Gerade gestern Abend noch mal geguckt, meine Aufnahmen sind alle gar in Stereo aufgenommen, aber ich krieg die Ausgabe an dem Programm ist nur Mono. Ich weiß nicht warum. Habe ich irgendwas Falsches eingestellt? Kriegst du dann gesagt von diesem Programmhersteller, der hat noch so ein quasi ein Audioschneideprogramm, dass du das mit dem dann wegbringst. Kostet natürlich knapp 100 Euro im Jahr. Ja, also vielleicht steckt da auch Masche drin. Ich weiß es nicht.
habe keine Ahnung. Komisch ist nur, dass es anfangs immer normal lief, quasi, ja, mit Stereo. Und jetzt seit ein paar Wochen läuft es halt einfach nur noch Mono. Aus dieser Audiospur, die ich habe, kopiere ich quasi auf die andere Seite quasi, dass dann von beiden Seiten der Ton kommt. Darum wird sich das vermutlich auch so blechern anhören stellenweise. Ich weiß nicht warum, ich weiß echt nicht warum. Also ich bin mittlerweile, ja, ich habe am Anfang, wie schon ein paar Mal erwähnt, ich habe die Videos geguckt, ich habe Probeaufnahmen gemacht, es lief alles. War absolut begeistert davon, aber jetzt irgendwie steckt da so eine Wurm drin, dass ich am Überlegen bin, die einfach gar nicht mehr zu nehmen. Keine Ahnung, was ich noch probieren könnte. Ich habe ja noch einige Kabelmikros. Ich kann hier an diesem Handmikro, ja, da ist eine Augbuchse dran, wo ist sie denn? Oh, irgendwo. Auf jeden Fall ist die da dran und da kann ich ein Kabelmikro anstecken. Habe ich ja auch einige zu Hause, die ich schon öfter versucht habe, dass da was geht. So, ich muss da vorne dran denken, rechts abzubiegen und nicht links. Ja, ich weiß echt nicht, was ich sonst noch machen soll. Das werde ich jetzt demnächst mal versuchen, wenn ich dran denke und mal in meiner Mikrofonbox zu Hause werde ich mal ein, zwei Kabelmikros mitnehmen, die eigentlich auch alle sehr gute Bewertungen haben. Und ich werde versuchen, mal eins von den Kabelmikros dann an diese Kamera oder direkt an den Empfänger zu knallen. Vielleicht bringt es was. Vielleicht bringt es was. Keine Ahnung. So, egal. Gehen wir zum normalen Tagesgeschäft. Ja. Geht hier vorne, geht es jetzt gleich links hoch. Wo das weiße Auto parkt. Und dann, ja, wird es wieder lustig. Zu Anfang geht's noch, aber dann, ja. Gleich müsste ich links abbiegen. Jetzt weiß ich halt nicht, ob ich das hinkriege. Aber ich glaube, da bin ich schon mal gefahren. Aber das ist alles schon, ich weiß es nicht, gefühlt Jahre her. Ich weiß auch gar nicht, ob ich da überhaupt hochkomme. Hier ist gerade eine Baustelle, okay. Vorne, ach doch, das sollte gehen, oder? Aber da steht das grüne Auto auf dem Eck rechts. Das, ach, ich glaube, das wird nicht gehen. Steht ein grünes Fahrzeug direkt auf dem Eck. Ah doch, da steht weiter vorne. Okay, das sollte dann doch passen. Hier muss ich jetzt links rum irgendwie.
Ja. Na doch, das geht. Okay, ich habe das alles ein bisschen. Da ich hier nicht regelmäßig fahre, das alles ein bisschen, ja, nicht im Kopf halt drin. So, hier ist ein Kran. Ja, macht auf alle Fälle Spaß. Fahren. Hier rechts oben hatte man, ganz am Anfang hatte man da aber eine Baustelle. Nee, läuft wieder heute Morgen, ne? Aber noch 1,2 Kilometer, ja. Ganz ehrlich, ich glaube, dahin war ich noch nie. War ich noch nie. Ich weiß, dass dahin ein Steinbruch kommt. Muss wohl früher ein Steinbruch gewesen sein. Das weiß ich, ja, aber mehr weiß ich nicht. Vor dem Hof, dann kommt so eine Spitzkehre und direkt hinten dran wäre ein Parkplatz. Da soll ich abladen. Da links ist der Steinbruch und den habe ich jetzt fürs Aufbeuteln. Da ist noch mal ein Steinbruch, ne? Oder? Sieht immer so aus.
Alter, also, ich bin hier, bin ich noch nicht richtig, ne? Sieht nicht so aus. Holzplatz. Nee, da bin ich noch nicht richtig. Alter Schwede. Alter Schwede. Okay, also hier ist ein Steinbruch, definitiv. Hoffentlich kommt mir da nichts jetzt entgegen. Sein da genau. So, steht ein Fahrzeug drauf, ne? Ja, hoffentlich. Hoffentlich. Ah ne, das ist kein Fahrzeug, sorry, ich nehme das zurück. Kann ich hier drehen irgendwo? Scheiße. Ach du Scheiße. Kann ich nicht so drehen, ne? Oder ist da hinten eine Ausfahrt? Da hin. Ach doch, da ist doch eine Ausfahrt. Okay, da kann ich vielleicht doch drehen. Wo stelle ich das Ding da hin? Mal kurz anrufen. Suboptimal, drücken wir es mal so aus. Könnte mit viel Glück und Können. Nee. Wenn es gut geht, reicht es gerade so. Sagen wir es mal so. Nichts mit Glück und nichts mit Können zu tun. Ja, vielleicht doch ein bisschen, aber Glück meine ich. Müsste aber gut ausgehen. Reisefahren hier.
Ja, komm, ich stehe auf der Bremse. Haben wir es dann? Ja. Super. Sattel hat jetzt den 938 in Weilerbach. Der kann sein, dass ich den dahin fahre nach Wiesbaden, wo ich gestern Morgen den 946 hingefahren hatte. Und den 946 wieder mitnehmen. Gestern da hochgefahren haben. Ja. Ja. Genau, das denke ich mir auch. Wenn das so ist, jetzt ist immer noch, ich wäre dann quasi, ich schätze mal so gegen 2:30 wäre ich dort. Wenn das so kommt, ja, dann sollte alles noch recht gut befahrbar sein dahin. Werde ich auch gucken, dass ich gleich rückwärts in Richtung Baustelle komme. Fahre dann den Weg rückwärts hin und fahre dann, dass ich dann halt vorwärts wieder raus kann, dass ich nicht irgendwelche sinnlose Kreise drehen muss. Hey, was ist los? Ja, schauen wir mal. Ich fahre jetzt erstmal hin, lade das Ding mal und dann halt schon noch was Gutes essen zwischendurch. Ohne Mampf kein Kampf. Liegt eine Ratsche auf der Bahn. Direkt auf der Brücke, fast am Mittelstreifen. Ich glaube, hier vorne wird dann irgendwo noch der Restwerkzeugkasten liegen oder so. Hat er gerade gehupt? Dann war der noch meilenweit weg. Den Kopf. Klar. Da weiß ich immer noch nichts vom 956. Bleibt wohl. Ist das der Ratschenkasten, ja? Oh, das ist mal eine rote Plane, okay. Oder eine rote Tüte. Weiß der Geier. Sollte eigentlich wieder nach Mainz runter, aber das verzögert sich wohl oder wird jetzt wohl doch nicht mehr so sein. Ich weiß es echt nicht. Zumindest steht er noch zu Hause. Vielleicht geht er dann auch raus nach Mannheim. Mountgerät habe ich umgestellt, jawohl. Woche noch passiert, weiß ich nicht genau, aber ich werde dann erstmal gehen. Katastrophe. Ich habe 2 Bagger, die ich wieder nach Kietrich fahren muss. Einmal der KMC und einmal den 938.
alten, unserer 9838. Aber unten dran war da noch dieses Gebäude, das dreistöckig, dreieinhalbstöckig, das kommt jetzt auch weg. Werde ich wohl, wenn diese Woche, dann ganz am Ende dieser Woche oder halt nächste Woche. Wenn es klappt, vielleicht mache ich das sogar samstags. Samstags morgens in aller Herrgottsfrühe, da ist nämlich gar nichts los. Dann kann ich hochfahren, schmeiß den Bagger runter und komme dann wieder nach Hause. Das wäre natürlich auch so eine Option. Mittwochmittag, gleich 12 Uhr. Ich bin gerade auf dem Weg ins Klinikum Weilerbach. Da steht unser R938. Ja, ich hatte es Ende letzter Folge schon mal gesagt. Ach du Scheiße, was ist denn los? Wenn es blöd läuft, muss ich den Bagger nach Wiesbaden bringen. Steht der oder fährt der? Steht anscheinend da. Muss ich den nach Wiesbaden bringen? Eieieiei, wer steht? Na gut, sollte passen. Dahin, wo ich in der letzten Folge den 946 bei den rein geschafft habe. Ja, es wird doch schon wieder eng, geht schon wieder gut los, ne? Geht schon wieder gut los, das sollte aber reichen. Ich muss mal gucken auf meiner linken Seite, dass ich hier nicht den Pfosten abräumen, wo dieser Ausweisscanner dran hängt. Aber alles gut. Reifenwaschanlage geht. Warum auch immer. Ja. So, also. Kann sein, dass ich den dahin fahren muss, wo ich den 946 hingeschafft habe. Aber euch in der letzten Folge, bei mir war es gestern Morgen. Und den 946, den sehr wahrscheinlich dann direkt wieder mitnehme. Der soll dann runter nach Mannheim. Schauen wir mal, da oben steht die Betonpumpe wieder drin. Ne? Wenn ich Pech habe, kann ich den Bagger gar nicht rausholen. Wenn ich Pech habe. Hier steht auch alles, hier ruht alles. Baggerarm sehe ich, da steht die Pumpe hinten dran. Kurz warten, da war noch ein Kranfahrzeug drin. Jetzt müsste es normalerweise gehen, es sei denn, hat sich jetzt auf dem Weg, als ich auf dem Weg hier runter war, hat sich wieder jemand reingestellt. Das wird dann natürlich suboptimal. Dürfte neben dran stehen, das dürfte reichen, oder? Wenn ich das richtig sehe. Mit Holz. Da liegt Holz. Sorry, muss man anmachen. Raus hier. Ja, hier liegen die Eisen.
kann man das sehen. Die Eise einen halben Meter rein in die Straße. Ah, doch, das geht. Da liegt sogar so viel Dreck, ne? Das ist fast schon wieder übertrieben, dass ich da reinlege. Schon wieder voll übertrieben, dass ich hier reinlege. Vielleicht doch besser von der anderen Seite gefahren, ne? Ich kann da alle. Nee, da vorne wäre ich gar nicht rumgekommen. Naja, gut, machen wir es so. Ich gehe schnell raus, mach das schnell und dann bin ich auch schnell wieder da. Halt, Anschnalle brauche ich mich noch nicht. Muss ja dann mich da vorne nochmal aus dem Fenster stürzen, quasi. Au. Die Frage hier passt. Alles gut. Muss man das sehen. So, ja, auf ein neues. Eine meiner Lieblingsausfahrten. Wird sich demnächst wieder schlagartig ändern. Wenn wir dann wieder Kietrich fahren regelmäßig. Beziehungsweise der Baggerfahrer ist noch an einer anderen Baustelle quasi beschäftigt. Und er kann dann noch nicht weg. Wird dann noch ein paar Tage dauern. Und solange, also wie gesagt, der Bagger wird, so hieß es mal gestern, auf jeden Fall nach Wiesbaden gehen. Und der 946 von Wiesbaden wird auf jeden Fall nach Mannheim runtergehen. So hieß es gestern. Vielleicht tauschen sie auch einfach durch. Ich weiß es nicht. So, also den nehme ich jetzt mit nach Hause, lade den ab. Dann lade ich unseren 323 mit Löffel. Für morgen früh nach Völklingen hinter.
Ich bin gerade am Überlegen, ob ich umsattel oder nicht. Weil eigentlich, weil dann würde ich den Bagger vielleicht sogar auf dem Tieflader mal stehen lassen. Irgendwie gehen meine Kameras alle in den Arsch. Da steht er, der Dicke, und gibt an mit seinem großen, langen Arm. Also ich werde den Tieflader lasse ich doch drauf. Ja, hier der Bagger, der den gelben Löffel dran hat. Den lade ich jetzt gleich, nehme den mit. Dann quasi morgen früh nach Völklingen. Jo. Muss ich nur nicht immer hoch in den Ofen, muss noch einen Löffel holen. Die Reife kann ich am Morgen dann nachziehen, wenn ich morgen früh zurück bin. Donnerstagmorgen. Es ist 8 Uhr vorbei. Ich bin auf dem Weg nach Völklingen. Ich fahre heute Morgen eine andere Strecke. Nochmal intensiv meine Kamera durchgeguckt, durchsucht quasi, ob ich nicht wirklich irgendwas Falsches eingestellt habe. Also ich habe alles, was ich gefunden habe, steht auf Stereo. Habe natürlich vergessen, ein kabelgebundenes Mikro mitzunehmen. Ne? Ja, so ist er halt. Wollte ich ja eigentlich machen für heute. Hab das AUX-Kabel habe ich auch mal getauscht. Vielleicht war das AUX-Kabel kaputt. Vielleicht ist auch dieser Mikromod, der da dran ist. Vielleicht hat der auch schon irgendeinen Hau weg. Hab keine Ahnung. Ich versuche das jetzt nochmal und wenn es gar nicht mehr geht, dann mache ich das wieder ohne diese Mikrofone.
Chefin hat gerade telefoniert, hat gerade angerufen. Bin hier, ich muss jetzt erstmal schnell raus. Pipi mal. Die Blase drückt. Und der Fahne hier schon der. Ah ne, das ist untergebrochen, das mache ich ja. Bis gleich. Ach ja, so, ich habe leer, bin gerade hier rausgefahren. So, das haben wir alles offen. Fahr wieder nach Hause, werde den 938 laden. Wahrscheinlich. Und den bringe ich raus nach Mannheim. Sieht das richtig gut aus.
mal kurz gucken. Ich habe ein Startblatt bekommen. Doch, müsste gleich hier vorne sein, ja. Sieht alles anders aus hier drin. So, wenn ich grün habe, dürfte ja keine Straßenbahn kommen, oder? Alla. So, und hier muss gleich die Zufahrt sein. Hier vorne oder ist die noch ein zweiter hinten dran? Hier, ne? Hier, ja. Ach, Gott, gut. Mal kurz anheben. Ich weiß ja, warum man hier so eine wunderschöne Kuppe macht. Alter Schwede, nee, also wirklich. Alles auch. Früher war die Einfahrt hier vorne quasi, aber das scheint mit Bauzaun zugemacht zu sein. Oder? Das ist hier rechts hin. Ja, scheint zugemacht zu sein. Alter, was klopft dann da so? Jedes Mal. Die drei, vier Hallen, die hier noch stehen, die kommen noch weg. Gebäude, denke ich, bleiben stehen. Okay, also ich habe leer, hier links steht der Bagger. Jetzt fahre ich rüber nach Worms. Ich habe gar nicht gefragt, ob ich hier rumkomme, ob ich hier rumfahren kann, aber hier fahren so viele Autos. Das müsste doch normalerweise müsste das klappen, dass ich hier rausfahren kann. Also die vier Hallen, die hier noch stehen, kommen weg. 1, 2, 3. Okay, 4. Vielleicht ist noch irgendwo eine. Und da rechts die beiden hohen Gebäude, aber das ist noch nicht zu 100% sicher. Das wird gerade noch beratschlagt. Ja.
Hier die beiden hohen. Steht zwar bei uns im Auftrag drin, aber ob wir das jetzt schlussendlich wirklich machen, wie gesagt, steht alles noch in den Sternen. Eine Geldkasse mit Schlüssel dran. Gewagt. So. Gucken, dass wir vorne wieder rauskommen. Hier raus, oder? Reicht das? Nee, oder? Nee, das war okay. Mit Spuren, die rausgehen. Das war ich nicht. Oh, der will bestimmt auch hier rein. Kollege, ja, Einbedingung mal anmachen, mit Arsch zur Seite schwingen. Ich fahre denselben Weg raus, wie ich hergekommen bin. Ja, dann rüber Worms. Ich denke, so gegen 3 Uhr bin ich da. Ich habe keine Rechtsfahren mehr, ne? Rechts, da fahre wieder rechts. Dann fahre ich durch die halbe Stadt. Nee, komm. Ich fahre so rum. Was das für uns zu schmale, da müsste reichen, oder? Rumkommen. Versuch mal durch. Ja, passt, alles gut. Zwar über den Bordstein, aber ohne Hilfe. Ach ja.
nach Worms wird, denke ich, irgendwann Ende des Jahres, ich vermute, der 69 wird hergehen. Vermute ich. Das wird ein Spaß. Es wird ein Spaß. Dann wird hier quasi zwar die Straße absolutes Park- und Halteverbot sein, aber es wird sich wie jetzt auch. Ah ne, Quatsch, das geht in diese Richtung. Sorry. Oder? Genau, geht in diese Richtung. Nehmen alles zurück. Vorne steht schon wieder voll auf dem Eck. Steht einer. Hinten dran parken sie auch. Jawohl, es geht. Entschuldigung, ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Ich weiß nicht, wie man so. Wie man so parken kann hier. Echt. Ja, und gut, dankeschön. Dankeschön. Wollt schon loslegen. Es gibt einen Spaß, den Bagger hier rein zu schaffen. So, Baggerfahrer ist nicht mehr da. Och. Ja, kaum Werkzeug dabei. Geht über ein Haus der 69, wird das machen. Vielleicht auch der KMC mit dem langen Arm. Keine Ahnung. Nee. Mal kurz das Loch auf. Eine Seite sollte reichen. Werkzeug dabei. Komm mal auf. So, das ist ja nur so ein Blechdeckel, ne? Ja, geht. Geht. Ist auch hoch genug, das passt.
Donauwelt. Okay. Ich dachte, das machen wir weg. Jetzt wieder der Bagger, wo ich da. Erstens mal hat er diese riesen Ösen. Zweitens kannst du nichts am Bagger lassen oder du musst die Schläuche wegbinden oder so. Aber ich glaube, der eine Schlauch, der sieht, dass ich hier nicht die Rampe treffe oder dass ich sie treffe. So, der Kollege kann neben dran fahren. Bleib so hier stehen. Hm? Schlimm. So, bleib stehen, egal. Vergessen das Mikrofon auszumachen. Eieiei. So, ja. Alles verladen. Kam noch der zweite Containerzug. Kam noch raus, weil einer ging gar nicht alles drauf. Da hat ein Container Müll mitgenommen. Ja. Gut. Gucken, dass wir wieder hier rauskommen. Es ist 8 Uhr, Viertel nach 4. Geil, oder? Den Bagger haben wir mitgenommen nach Hause. Ich habe von Freitag und Samstag noch so viele Aufnahmen, das gibt noch mal eine Folge. Darum mache ich mit dieser Folge hier Schluss. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat wieder etwas Spaß gemacht. Ja, dann bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund, habt Spaß, haut rein. Bis dann. Tschüss.